Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge. Unerwartet Battlefield Hardline. So, was nehmen wir heute? Mechaniker? Ich sollte mir echt mal eine neue Waffe kaufen für den. Aber ich weiß nicht. Nimm mal erstmal den Mechaniker. Schnuppern wir mal rein. Ich will eigentlich Geld sparen, muss ich sagen. Weil die Waffen sind schon extrem teuer. Umso teurer, umso länger muss man natürlich spielen. Was die Entwickler wollen. Aber naja. Wieder Überfall heute. So. Komm schon, komm schon. Scheiße, was ist denn hier schon wieder los, ey? Fuck. Kann man da durchschießen? Nee. Scheiße, Mann. Ich glaube, ich habe eine total Kackposition, ey. Auf die Schnauze jetzt hier. Komm schon, werf eine Granate. Ach. Yeah. Ich sehe nix. Scheiße. Ich sehe überhaupt nix. Hier in die Ecke. So, das ist vielleicht auch ein cooles Versteck. Ich sehe nämlich nicht. Scheiße, Mann! Ah, jetzt wollte ich den mal im Nahkampf töten. Ah, das Schild ist schon nice. Das Schild ist schon echt gut, muss ich sagen. Wenn man den von hinten da nicht treffen kann, ist das schon cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ob das tatsächlich nur dafür ist, dass es hinten auf dem Rücken geschnallt ist? Und man nichts damit machen kann. Außer, dass man von hinten nicht getroffen wird. Ah. Scheiße, Mann. Jetzt wäre natürlich... Hab ich jetzt hier... Oh, jetzt ist der... Komm schon. Komm schon. Lad nach. Jetzt muss das Ding nur noch explodieren. Shit. Oh. Da hat einer die Granate richtig gut geworfen. Richtig gut geworfen, die Granate. Ja, Mensch, hör auf rumzuflennen, Tantchen. Komm schon. Ja, klettert aufs Dach. Dass man nicht hochspringen kann, sondern dass man immer so rübergleiten muss, stresst auch ein bisschen. Das dauert immer so lang. Schade. Verstecken jetzt. Die Tür zu. Von wo? Man muss ja echt immer aufpassen, ey. Was hat denn der für eine coole Waffe bei? Doch die Waffe her, verdammt! Nicht nachladen! Ach so, der hat dieselbe Waffe, oder wie? Was ist der Mechaniker? Hab ich den jetzt mitgenommen? Nee. Yes! Cool! Komm ich da irgendwie rüber? Oh shit, da oben, der hat mich gesehen, der Typ. Der Typ hat mich gesehen. Was mache ich denn jetzt? Will der mich jetzt überraschen? Na komm.
ziehen wir uns mal lieber. Ist ja cool, wenn man mehr Granaten tragen könnte. Ah. Die Sniper-Fuzis wieder. Die wissen schon ganz genau, wo sie sich hinstellen müssen, dass sie echt einen guten Blick haben auf alle versteckten Orte hier. Komm, 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 komm. Verteidig den Tresor. Oh shit, da oben. Schnell hier rein. So, wohin? Ah, shit. Ah, ich hab noch mitgenommen. Das meine ich, Leute. Wie geht das? Der muss direkt an seinen Verletzungen gestorben sein. Aber zumindest habe ich noch den Punkt gekriegt, das ist gut. Wollen wir mal was anderes nehmen? Ich meine, gut, die Schrotflinte, das Enforcer-Ding, das nervt mich eigentlich. Oh shit. Ey, und schon wieder Nahkampf, ich verstehe das nicht. Ich muss die Taste mal ändern. Das stresst irgendwie schon mit der Taste. Schade, ich habe gedacht, ich kann das Ding zum Explodieren bringen. Werfe Granate! Extrem hardcore hier. Scharfschütze, wie er schon sagt. Cool. Ja, auf Nahkampf ist die Schrotflinte schon nice. Wenn man da trifft, dann auf jeden Fall ein Kill. Komm schon. Mal woanders schauen, ob wir woanders hier irgendwas reißen können. Was ist hier los? Nichts. Verdächtige haben das Paket und sind unterwegs zum Übergabepunkt. Hier unten. Hab ich ihn? Ja, nice. Oh Mann, das macht echt Laune, Leute. Das macht echt Laune. Von wo? Der Handwaffe schaut auch cool aus. Jetzt muss ich natürlich aufpassen. Wahrscheinlich schon wieder zu wenig Deckung hier. Mal nach vorne schauen, ich kann mich wenigstens noch ein bisschen verstecken. Und lieber die Pumpgun rausholen, falls hier jemand sitzt und mich überraschen möchte. Ah! Mensch, die Runden sind echt kurz. Danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Ciao.